So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines und mittlerweile Folge 50. Ja, also 50 Folgen machen wir jetzt heute voll und ich würde sagen, für 50 Folgen haben wir auch ganz schön gut was geschafft. Das Einzige, was irgendwie nicht so läuft, sind die Steuern für die Bürogebäude. Ich weiß nicht, warum die so zicken, die stellen wir halt mal 1% runter auf 12. Ja, dann geben sie Ruhe. Ja, mein Gott, ihr habt Probleme, ey. Aber egal, Folge 50 und wir starten gleich mal mit einer Frage rein. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie findet ihr es, dass jede Folge irgendwie so einen einzigartigen Titel trägt? Sprich, wie findet ihr es, dass ich mir jedes Mal irgendwie einen Titel für die Folge aus den Fingern sauge? Findet ihr das cool? Macht es Sinn oder soll ich es einfach lassen? Weil für mich ist es ja zunehmend schwieriger, vor allem für City Skylines, Titel zu finden für die Folgen, weil wir halt alle paar Folgen das gleiche machen. Wir bauen Straßen und Häuser und ja, verbessern den Verkehr. Da ändert sich nicht viel dran. Das ist bei Crusader Kings ein bisschen anders. Da passieren ja immer andere Dinge, andere Kriege, andere Leute, die da interagieren, aber hier ja, bauen wir ja immer nur das, was heißt das Gleiche? Wir bauen nicht was anderes, aber wir bauen immer nur Straßen und Häuser. Was halt das Spiel ist, so ist es halt. Und ich persönlich finde es relativ schwierig, da immer irgendwelche Titel für mir auszudenken. Also wenn ihr sagt, Titel brauchen wir eh nicht, dann würde ich es einfach weglassen. Und ansonsten muss ich mir halt weiter Titel ausdenken. Aber ich persönlich kann drauf verzichten, ehrlich gesagt. Also ich brauche nicht unbedingt Titel in den Folgen für City Skylines. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wollt ihr Titel haben oder wollt ihr keine Titel haben? Ich bin auf euer Feedback gespannt. So, das soll aber nicht Thema sein. Wir haben ja zuletzt hier oben weitergebaut und haben hier neues Gewerbe angesiedelt. Die bauen hier fleißig schon ihre Häuschen hin. So wünscht man sich das. Wassertechnisch, ja, verbrauchen wir auch mittlerweile wieder mehr. Vor allem beim Abwasser müssen wir mal schauen, wir pumpen das immer noch ungefiltert hier in den Fluss rein. Da werden wir vielleicht mal irgendwann mal Klärwerke dafür nutzen. Schauen wir dann mal. Hier staut es sich jetzt ein bisschen. Coffee, fuel of the modern economy. The age-old Italian tradition of War hier auch noch Verkehr vorbeikommen, also da scheint nur der zu sein, der hier runter will. Und viele wollen halt links abbiegen. Ich verstehe immer noch nicht, warum die alle links abbiegen wollen. Aber die wollen scheinbar alle hier rein. Naja, nehmen wir erstmal so hin. So. Die Ecke hier auch noch voll. Wir sollen hier mal schön alles vollbauen hier. Hier oben fließt es nicht mehr ganz so gut. Okay, steht wieder hier, aber es geht vorwärts. Ah, bald wird alles besser. But if I could change one thing, it would probably be to see the faces of all our awesome listeners. I'm not sure how I can though, since I'm sitting in this booth all day. Maybe if there was a big chat room or a bunch of mirrors. Carb up with yakisoba, the noodle master. So, dann werfe ich jetzt mal einen Blick hier auf die Kreuzung einmal, ob wir das irgendwie noch optimieren können. From birthday noodles to wedding noodles, all the way to those most So, die fahren los und biegen alle ab. Aber staut sich auf der anderen Seite auch nicht. Die biegen halt alle ab. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber die wollen halt alle unbedingt nach links. Well, it's a complicated question, probably requiring the services of a lawyer and an accountant. Is that us? Well, what do you think? Seems to me that there's a lot of you out there. Warum dürfen die eigentlich nur da abbiegen? In fact, we're legally barred. Dürfte natürlich überall abbiegen hier. Das ist ja geil, das, was haben wir denn da wieder gebaut? Officially unlicensed since 2005. So. Hey listeners, you're tuned into City's Radio. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wenn wir diese Spur, wenn wir die Linksabbiegerspur nur für die linke hier oben nutzen und die mittlere Spur noch als zweite Linksabbiegerspur mit einbauen. Dann würden wir, wenn wir jetzt hier einstellen, dass nur geradeaus gefahren werden darf, alle, die hier rein wollen,
auf die mittlere Spur hier zwingen und alle, die hier rein wollen, auf die linke Spur. Wir könnten also so ein bisschen nach Einfahrt hier schon vorsortieren. Das könnte Verbesserungen bringen. Müssen wir mal im Auge behalten, ob das besser wird. In der Theorie müsste es das. So, wo wir aber jetzt dran müssen, ist auch diese Ampelschaltung hier. Hier stehen einfach vier Fahrzeuge. Haben die überhaupt eine Grünphase? Wie sind die denn gekommen? Okay, nein, die haben keine Grünphase. Okay, wir müssen mal gerade schauen. Also wir müssen aber diese Grünphase ein bisschen verlängern. Wir haben zu viel Verkehr, der hier rauskommt. Und wir fügen mal für die armen Leute hier oben noch eine kleine Grünphase ein von einer Sekunde. Dass die auch mal grün kriegen. So, und lassen den Verkehr jetzt hier mal rausfließen. 20 Sekunden, was haben wir jetzt zu viel Rückstau? Das bringt sonst nichts. Und dann müssen wir überlegen, ob wir hier noch eine Zeitsteuerung haben wollen. Wir haben schon Fahrspuren definiert. Jo, haben wir. Hier die Rechtsabbieger, sehr populär. Aber da müssten wir mal schauen, ob wir hier auch nochmal mit einer zeitgesteuerten Ampel nachhelfen können, wollen oder müssen. Aber momentan geht es aber. Wir legen hier mal fest, dass die Fahrspur ausgewählt sein muss. Viele fahren halt gerade hier durch und was ist hier los? Also das Ausfahren, der Verkehr, da schon ja auch Stau irgendwie. Aber viele wollen dann hier rein und vergleichsweise wenige wollen irgendwie hier rein. Wobei viele wollen, okay, hier wollen natürlich auch viele rein. Kommt man von da oben rein? Nee, eigentlich nicht, sind Ausfahrten. Schau mal gerade, wo die hinfahren alle. So. Okay. Ja, es gibt nicht so viel Aufschluss. Aber alle, die hier abbiegen, scheinen auch hier rein zu wollen, weil sonst müssten sie gerade ausfahren und so viele sind das nicht, die gerade ausfahren. Ist ja sehr spannend. Also Bedarf nach Gewerbe ist immer noch da. Machen wir die Mitte erstmal voll als nächstes. Dann müsste ja auch hier oben das Verkehrsaufkommen demnächst wieder ein bisschen steigen. Wenn die nicht hier im Stau stünden, wahrscheinlich. Staut sich auch nach oben raus schon wieder mittlerweile. Dann fließt es wieder ein bisschen. Aber das wird sicherlich noch sehr spannend werden, alles. Mir ist halt nach wie vor noch nicht ganz klar, wie jetzt hier so viel Verkehrsaufkommen für diese drei Gebiete entstehen kann. Weil das ist wirklich viel Verkehrsaufkommen, was hier rauskommt. Das ist mir nicht ganz klar, wie das zustande kommt. Was mir aber gerade einfällt, wir haben gerade die Zeitsteuerung geändert. Wir könnten das doch viel schlauer machen. Wir wechseln hier überall mal die Modi und machen dann hier einfach 30 Sekunden. Hier die Rechtsabbieger, hier die Linksabbieger. Löschen den zweiten Schritt. Gut, den können wir hier oben grün lassen und fügen als dritten Schritt einfach hier die Linksabbieger und hier die Geradeausleute ein. Was ja eigentlich eh keiner ist, aber 5 Sekunden packen wir mal rein. Wobei, nein, da packt eine Sekunde rein. Wie gesagt, das ist ja eigentlich keiner. Eigentlich kann da keiner langkommen. So. Und jetzt sollten eigentlich dauerhaft Fahrzeuge fahren. Hier fast schon mit 2 Sekunden Unterbrechung. Ist jetzt die Frage, wie toll das unsere Kreuzung hier findet. Ob dann gleich hier kompletter Stau überall ist oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber das sehen wir dann. Testen das einfach mal aus hier. Lassen den Verkehr mal munter abfließen. Vielleicht müssen wir dann auch hier auf eine Zeitsteuerung zurückgreifen. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Nein, haben wir nicht. Aber das schauen wir dann mal. Hier ist auch nicht mehr so viel Stau jetzt. Okay. Wir beobachten das mal. So, hier oben fließt es jetzt wieder. Dann wird auch hoffentlich gleich jeder Stau weniger werden.
Und dann hängt der ganze Verkehr, der hier einfließt, eigentlich an dieser Kreuzung, an dieser Ampel. Weil hier oben fließt er ja fast ungehindert durch. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt besser rumbringt. Hier unten hält es sich stautechnisch in Grenzen. Da staut er sich nur hier so ein bisschen in die Richtung. Das ist aber in Ordnung. Das wird sich entzerren. Und hier fließt der Verkehr tatsächlich ganz gut ein, jetzt würde ich schon fast sagen. Hier kaum noch Rückstau. Und der sollte sich jetzt auch Stück für Stück hier in die Abfahrt verlagern. Die ist ja relativ lang, das habe ich bewusst so gebaut, dass wir hier viele Fahrzeuge schon auf der Abfahrt stehen haben können, ohne dass die Autobahn verstopft. Dass es dann aber doch so viele Fahrzeuge werden, hatte ich nicht erwartet. Aber prinzipiell sieht es ja erstmal ganz gut aus jetzt. Hier fließt alles und das wird sich Stück für Stück jetzt hier rein verlagern. Da bin ich sehr optimistisch. Der Verkehr nach hinten fließt auch. Hier fahren natürlich jetzt relativ viele Fahrzeuge runter, die hier rein wollen. Das ist aber auch in Ordnung. So ist es ja gedacht. Und mittlerweile haben wir 47.580. Jetzt haben wir 47.602 Einwohner. Und damit kommen wir immer näher an die Kachel hier oben und immer näher an unsere Autobahn, die wir hier verbinden wollen. Da nähern wir uns also definitiv einem Ziel. So, ich kann überlegen, ob wir vielleicht eine Parkfläche hier noch mit reinbauen. Aber wir haben natürlich genug Parks, vielleicht hier hinten auf der Ecke. Da wir auch schön einkaufen gehen. So, dann noch einen schönen Park mit dran und machen den Rest hier mit Gewerbegebiet voll. Und dann ist auch der Bedarf hoffentlich mal gedeckt, weil noch mehr möchte ich jetzt davon nicht hier überall reinschmeißen. Das sollte hoffentlich eigentlich reichen. Denn sonst weiß ich ehrlich gesagt auch aktuell nicht, wo wir es hinbauen sollen. Wir müssten eigentlich erstmal viel mehr Wohngebiet wieder bauen, bevor wir noch mehr Gewerbe hier reinschmeißen. Wir können hier noch Tourismus reinbauen, da haben wir noch Fläche, aber erstmal würde ich gerne weitere Wohngebiete mit aufnehmen. So, hier wird immer noch geklagt, dass zu wenig Abnehmer für die Waren da sind, aber das wird weniger tatsächlich. Zumal es ja auch hier jetzt sehr gut reinfließen tut. Boah, es klappt ja richtig gut. Hier ist kaum noch Stau. Hier staut sich auch kaum was. Hier staut sich auch kaum was. Das ist ja mega. Verkehrs... Oh, das ist das Ding. Nee, ich würde gerne das hier sehen. Gut, hier ist natürlich Katastrophe, hier wird mega Rückstau erzeugt und hier oben fließt es halt relativ langsam immer noch ein, aber es fließt und ansonsten haben wir keine richtigen Staus. Wir haben die große Kreuzung, wo halt viel Verkehr ist, genauso wie diese hier und halt den Teil hier oben, wo der Verkehr reinkommt, aber die Autobahnauffahrten in die Stadt rein, die sind alle frei und das ist wichtig, damit der Verkehr überall fließen kann. Das ist sehr wichtig. So, jetzt gehen wir mal an die Zeitsteuerung hier oben dran. Und werden diesen Schritt hier von 50 auf 40 Sekunden reduzieren. Damit wir den Verkehr von dieser Autobahn besser runterkriegen. So, und jetzt da es gerade hell ist, könnten wir uns Gedanken machen, wie wir hier vielleicht Bahnhöfe integrieren könnten. Das könnten wir natürlich machen. Wir haben auch überall Zebrastreifen. Das heißt, wenn wir hier einen Bahnhof mit dran bauen, am besten so mittig irgendwie, machen das mal, könnten wir darüber schon mal Privatverkehr so ein bisschen einschränken. Einen weiteren Bahnhof würde ich dann hier sehen tatsächlich. Wenn er denn hier dran klippt, tut er nicht, weil da ist ein Gefälle. Da müssen wir mal kurz mit dem Terraforming dran. So. Da müssen wir mal kurz eine Schneise mit dem... Ach du Jemini. Oh, ist ja voll die Kante. Viel zu viel weggenommen hier. So, ich will auf diese Höhe hier eigentlich. So, hast du auch...
Diese Höhe vielleicht? Was für eine Höhe brauchen wir denn hier überhaupt? Warum ist ja alles so wellig? Hier nichts geterraformt vorher? Okay, scheinbar haben wir hier gar nichts geterraformt. Dann machen wir jetzt hier so eine Anhöhe rein, dass wir hier die gleiche Höhe haben. Dass wir hier den Bahnhof drauf kriegen. Komm jetzt. Hallo, klick dich doch mal hier dran. Dann ist hier wieder zu niedrig. Können wir hier ein bisschen Erde mit drauf schütten, dass wir den Bahnhof genau hier dran klippen? Wenn er sich wenigstens schon mal quer ausrichten würde. Ja, wo ist denn die Straße halbwegs eben? Oder können wir... Moment. Nehmen diese Straße einfach kurz weg. Terraform hier den Hügel so ein bisschen raus. Hoffentlich kriegen wir das jetzt noch wieder vernünftig verbunden irgendwie. Gut, der Hügel ist natürlich drinne. Aber der Bahnhof passt jetzt spannenderweise dran. Gut, soll mir recht sein. Ist zwar irgendwie mega die Kante. Na gut, das werde ich offscreen nochmal irgendwie ein bisschen richten müssen. Aber so ist zumindest die Idee, die ich da habe. Wir haben ja hier schon in der letzten Folge die Trassen angelegt. Wir werden diese jetzt hier auf jeden Fall auch mal unter die Erde bringen. Ach, bin ich denn blöd. Aber wo die Straße hin? So, und jetzt aber bitte. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Lang hier drunter durch. Und dann ziehen wir hier einmal den Bogen rum. Ja, ich denke, das geht ganz gut. Müssen wir irgendwo hier hoch, wobei es halt sehr steil ist tatsächlich. Okay. Kommen wir hier irgendwie so hoch? Oder müssen wir vielleicht das Ganze schon etwas anders hier gestalten und hier schon vorher den Bogen ziehen? Ja, so würde es tatsächlich gehen. Wir uns auch nicht hier überschneiden. Und so wären wir dann hier mit dran. Und dann fügen wir jetzt eine Linie ein. Und zwar, nein, nicht von da. Von da. Nach hier und wieder zurück fürs Erste. Den anderen Bahnhof, wie gesagt, bauen wir noch nicht ein. Und da werde ich selber nochmal schauen, dass wir das irgendwie terraforming technisch schöner hinkriegen. Und wenn ich hier noch ein paar Fabriken abreiße und neu baue. So, erster Zug fährt, keine Passagiere dabei. Hätte mich auch gewundert, wenn da jetzt sofort wer mitfährt. Kommen wieder ein paar Touristen rein. Aber jetzt wäre eigentlich die logische Konsequenz natürlich, dass jetzt der rosane Zug hier bemannt werden müsste eigentlich. Zumindest mit Leuten, die irgendwie hier hinten arbeiten, wobei natürlich der Zug hier mitten im Gewerbegebiet hält. Ja. Steigt trotzdem keiner ein. Perfekt. Auch hier keiner drin. Gut, vielleicht kommen die dann auch eher mit der S-Bahn. Kann ja durchaus sein. Zug hält erstaunlich lange. Ist aber auch niemand zugestiegen. Eine Person hier mit der grünen S-Bahn unterwegs. Wir warten mal ab. Die logische Konsequenz wäre ja, dass jetzt Leute hier hinkommen mit S-Bahn oder Zug, wie auch immer. Und dann umsteigen. Fällt jetzt mal einer hier mit? Nö. Und dann umsteigen, um mit dem Zug hier oben hinzufahren. Da fährt auch keiner mit nach Hause damit. Aber wir warten mal ab. Ich denke, das wird sich irgendwie einpendeln, dass wir dann ein bisschen
den Personenverkehr ins Industriegebiet mit dem Zug abwickeln können. Da bin ich recht optimistisch. So, Gewerbe hat sich hier fast vollständig ausgebaut. Wir haben auch kaum noch Bedarf. Und langsam tauchen alle Bedarfe so ein bisschen wieder auf. Hängt natürlich alles vom Verkehr ab. Verkehr fließt aber überall. Gut, hier stört sich noch so ein bisschen. Ich glaube, hier ist auch eine Zeitsteuerung drauf, aber das passt schon. Aber im Großen und Ganzen läuft der Verkehr stadteinwärts sehr, sehr gut. Ich würde jetzt einmal hier selber eingreifen, was die Ampeln angeht. Ich würde einmal das Gewerbe, das Industriegebiet hier leer kriegen. Damit hier der Stau weg ist. Die anderen beiden laufen ja sehr gut. Und dann werde ich von hier unten die reinfahren lassen. Hauptsächlich will ich diese Spurgewechsel ein bisschen reduzieren. Und solange wie es hier oben flüssig läuft, wird es auch hier dann flüssig nachlaufen. Da bin ich sehr von überzeugt. So, steigt hier einer an und aus. Jo, ein paar Leute fahren damit. Hier sind aber hier ausgestiegen. Cool. Sieht es hier aus? Stehen hier Leute auf dem Bahngleis? Scheinbar nicht. Aber wenn jetzt gleich ein paar hier aussteigen, das wäre ja mega cool. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob auch Leute zugestiegen sind. Das werden wir jetzt rausfinden. Ja, cool. Es fahren echt Leute damit. So hatte ich mir das gewünscht. War jetzt irgendwie Abwasserproblem. Haben wir ein Abwasser verloren? Huch! Er hat es einen Strommasten erwischt. Die halbe Stadt ist im Dunkeln. Hoppla! Gar nicht mitbekommen. So, schnell die Ampel wieder hier aktivieren. So, sollte sich gleich gelöst haben, euer Abwasserproblem hier. Pumpen müssten wieder laufen jetzt. Don't you want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our 3-day sleepaway camp is the perfect place to strike it rich. Who are we? Well, we're the number one dream maker. Sehr schön. Also auch Abwasser läuft wieder. You are a motivated, driven, confident individual who has a desire to make it big. Run! Don't walk! Get your heart rate above 120. This is exciting. This offer is just for you because you deserve it. Die Gans geht auch wieder ins Positive, war gerade wegen dem fehlenden Abwasser ein bisschen gesunken, aber steigt schon wieder. So wünscht man sich das. Das fließt auch ab. Sehr gut. Es läuft wie geschmiert, außer an der Kreuzung. Hier wird es langsam etwas schwierig. Oder wollen die alle hier rein? Da müssen wir mal gucken, wo die alle hinwollen. Kümmern wir uns auch sofort drum. So, das ist ganz gut abgeflossen, denke ich. Die Ampel hier mal weg. Und dann werten wir mal geradeaus, wo die hier alle hinwollen. Okay, okay. Wir gucken mal Stück für Stück. Radfahrer kommen sowieso raus. So, Privatfahrzeuge sind hier relativ wenige. Nahverkehr auch nicht. Es sind also hauptsächlich LKW und die biegen alle ab und wollen hier runter. Wenn ich mich nicht irre, haben wir hier die auffahrenden LKW verboten. Wir machen das hier mit dem abfahrenden LKW jetzt auch. Dass die gar nicht auf die Idee kommen, hier runterzufahren. So, fährt jetzt hier mal einer mit? Nö. Perfekt. 81 Mann drin, okay, die scheinen wegzufahren. Ein paar sind hier auch angekommen. Ja, hier kommt keiner. Aber hier stehen welche. Also zum Job hin fahren sie auf jeden Fall. Und die, die jetzt hier in den Bahnhof reinlatschen, wo gehen die hin? Ah, er geht hier aufs mittlere Gleis. Also Tourist, ganz offensichtlich. Ah, der
gehen auch ans obere Gleis. So ist es nicht. Also sie teilen sich durchaus auf. Also Personennahverkehr ins Industriegebiet läuft. Es kommt auch einer wieder zurück. Perfekt. Wahrscheinlich Verschleiß bei den Arbeitern. Kommt schon mal vor. So, wir haben wieder Bedarf an Gewerbegebiet. Ich weiß echt nicht, wohin damit. Flächenmäßig, wir können mal kurz in die Statistiken schauen. Flächenmäßig müssten wir eigentlich vom Gewerbegebiet... Ja, wir haben so viel Gewerbegebiet gebaut. Wir haben bald mehr Gewerbe als Wohngebiete. Und trotzdem wollen die immer mehr haben. Sonst können wir gerade mal schauen. Stadtkasse steigt eigentlich kontinuierlich. Stadtbudget sowieso. Stadtwert, oh, das ist mittlerweile 12 Millionen schwer. Bevölkerungsveränderung sehen wir hier. Da gehen wir auf die 50.000 zu. Neubürger, ah Quatsch, schau mal. Geburtenrate gegen Sterberate wollen wir eigentlich machen. Geburtenrate liegt über der Sterberate. Also wir gehen auf jeden Fall bevölkerungstechnisch nach oben. Beschäftigungsniveau liegt eigentlich dauerhaft fast über 90% mit kurzen Einbrüchen. Ja, und Touri-mäßig stehen wir aber nicht so gut da. Da müssen wir dann mal schauen, was wir da machen. Wir noch so ein paar Sondergebäude bauen, die ein paar Touris anlocken oder sowas. Schauen wir dann mal. Was aber fließt, ist der Verkehr auf jeden Fall. Der fließt sogar sehr gut. Das tat er lange, lange Zeit nicht. Jetzt tut das mittlerweile. So wünscht man sich das eigentlich. Wenn wir jetzt noch die 50.000 voll machen und hier die Autobahn dranhängen, dann wäre es perfekt. Das fände ich richtig super. So. Ja, die lilane Linie, weiß ich nicht, die will irgendwie keiner befahren. Kein Interesse daran, hier innerhalb der Stadt zu fahren. Daher wieder 81 Touristen unterwegs. Naja. So, hier oben relativ viel Verkehr, der jetzt hier wieder rumgurkt. Das sind die, die hier aus dem Gewerbegebiet nach unten raus wollten und die nicht mehr dürfen. Die fahren jetzt wieder zurück und fahren nach hier oben raus. Oh, und ich sehe gerade, hier staut es sich. Ah, es liegt an den Zubringer. Aber ich kann die Grünphase hierfür nicht länger schalten, sonst staut es sich hier wieder. Ich kann es nicht ändern, leider. Kann es nicht ändern. Dann ist einfach das Verkehrsaufkommen zu hoch für die Straßen. Da braucht man einfach die Autobahn hier oben dran, sonst wird das nichts. Fürchte ich. So, hier versucht auch noch Verkehr unten rauszufahren. Das sollten sie ja gleich eigentlich bleiben lassen. Sobald die ihr Paffing dann neu gemacht haben, werden sie auch, denke ich, anders fahren. Und da wir noch Bedarf an Wohngebieten haben, weisen wir jetzt hier noch diesen Teil zum Wohngebiet aus. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, wie das bebaut wird. Für diese Folge soll es das wieder gewesen sein. Wir haben schon wieder fast die halbe Stunde voll. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Schreibt mir Feedback in die Kommentare. Wie gesagt, schreibt mir rein, ob ihr Titel für die Videos haben wollt. Also in Form von nicht nur Folge 50, Folge 51, sondern wirklich so ein Titel wie jetzt, was weiß ich, das, was so an anderen Videos dran stand. Wenn ihr das haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Wenn ihr nicht schreibt, gehe ich davon aus, ihr braucht das ebenfalls nicht und dann lasst es einfach weg in Zukunft. Das werden wir dann sehen. In jedem Fall danke für euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Palamon vom Team React.